So, Freunde, willkommen zurück bei der Europameisterschaft mit Deutschland. Unser Achtelfinalgegner heißt Norwegen. Wir haben gegen Italien leider verloren im dritten Gruppenspiel, sind aber trotzdem als Tabellenzweiter weitergekommen, müssen jetzt gegen Norwegen ran. Und wie schon in der letzten Folge kurz angesprochen, die haben natürlich mit Ødegaard und Haaland zwei absolute Top-Spieler. Die Mannschaft insgesamt ist derzeit nicht besonders gut in Form, aber konditionell ist das Team stark. Fazit, wir haben gute Chancen, diesen Gegner zu schlagen. Und das sehe ich allerdings ganz genauso, ne? Also müssen natürlich die Arschbacken so ein bisschen zusammenkneifen, denn gegen Italien sah das nicht alles ganz so souverän aus, ehrlich gesagt, ne? So, jetzt haben wir das Ding, dass Sané ausfällt. Der ist nämlich gesperrt. Und ich überlege wirklich, ob ich Thomas Müller jetzt mal von Anfang an auflaufen lasse. Ndjundav ist sehr gut drauf. Hat auch gegen Italien getroffen. Havertz ist auch immer sehr, wie soll ich sagen, sehr wendig im Sturm. Ich glaube, er ist da für uns ein bisschen wertvoller, ne? Muss ich sagen. Andrich, der ist auch wieder fresh. Chan hat auch einen guten Job gemacht. Henrichs sah rechts nicht so immer so souverän aus, ne? Wir müssen halt gucken, dass wir in der Mitte auch stabil stehen. Deswegen, wir brauchen da Kimmich eigentlich schon. Denn Gündogan ist von der Frische her einfach nicht so da, ne? So, Thomas Müller. Strafraumstürmer, ja. Kann natürlich eher im Sturm spielen. Ah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Oder lassen wir doch einen Füllkrug da vorne drin. Und bringt doch einen Florian Wirtz und einen Havertz. Da machen wir das Ganze so. Ich würde einfach Havertz können wir mal auf der Position lassen. Musiala geht mal dahin. So, Füllkrug vorne, Kimmich, Goretzka und hinten würde ich eigentlich nichts ändern, ne? Henrichs bekommt nochmal eine Chance auf der rechten Verteidigerposition. Toni Rüdiger ist auch nicht so am Start, ehrlich gesagt, ne? Schlotterbeck bringen wir mal, weil Tah auch ein bisschen gewackelt hat gegen Italien. So, dann nehmen wir noch den Robin Koch mit. Andrich für Gündogan und dann gehen wir rein, würde ich sagen. Gehen wir rein in das Geschehen. So, was haben sie hier? Achso, Elfmeterschützen. Ne, Aufstellungsregeln wollte ich nicht. Nur mal die Aufgaben einmal aktualisieren hier, ne? So. Freistöße mit Chance. Kai Havertz, das ist gut. Der hat eine 87 da, ne? Ecken, David Raum mit einer 87. Und natürlich in die Taktik müssen wir nochmal reingehen. Also ich erwarte schon jetzt ein bisschen mehr Einsatz. Das belassen wir erstmal so. Das fand ich eigentlich recht gut. So will ich da eigentlich nichts dran ändern. Gegen Norwegen auch wieder hochpressen. Das war den Gegner gleich Probleme bereiten hier, ne? So, gebt euer Bestes. Auf geht's. Wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Achtelfinalspiel gegen Norwegen. So, die Mannschaften kommen aufs Feld und wir sehen natürlich nochmal die Aufstellungen hier. Auch von Norwegen mit der Viererkette. Eriksen, Mansberg. Oh, und vorne kein Haaland drin. Was ist denn da los? Kein Haaland und kein Ødegaard von Anfang an. Das wundert mich ein bisschen. So, Neuer. Der auch bei einem Gegentor gegen Italien auch nicht so souverän aussah, ehrlich gesagt. Füllkrug.
Boah, stark gemacht. Füllkrug. Auch wie gegen Italien. Der Erste, der den Torschuss abgibt. In der vierten Minute. Eriksen gut geflankt, aber Neuer spielt mit. Und Florian Wirtz, von dem ich mir ein bisschen mehr erwarte. Jetzt mal vielleicht, aber bleibt hängen dann an Ryerson. Kimmich mit der Balleroberung. Ah, Ballverlust. Und der Konter über links. Aufpassen, Schlotterbeck. Oh, 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 oh. Und Rüdiger ist da. Aber Gefahr noch nicht ganz bereinigt. Jetzt aber. Florian Wirtz im Dribbling. Das war auch nichts. Foulspiel an Henrichs. 16 Minuten gespielt. Bisher noch nichts Großartiges passiert, ne? Kai Havertz. Ja, super im Dribbling. Jetzt die Flanke rein. Havertz, da ist... Wer ist denn da? Fülle. Fülle macht's wieder. Stark. Hier, bam. Schmeißt sich da in den Kopfball rein. Und bringt uns das 1-0 hier. Wie schon gegen Italien. Sehr nice. Niklas Füllkrug. Foulspiel von Florian Wirtz. Bekommt die gelbe Karte. So früh im Spiel schon wieder, ne? Also ich will nicht schon wieder eine rote kassieren hier, ehrlich gesagt. Deswegen müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. So, wir sind wieder im Vorwärtsgang. Florian Wirtz gegen Ryerson. Bleibt da auch wieder hängen. Sorloth. Und bei ihm ist keiner. Wo ist Toni Rüdiger? Sorloth, Neuer. Hat er auch nicht festgehalten, ne? Erst im zweiten Anlauf. Und das war eigentlich ein schwacher Schuss, ne? So, kriegt er den noch? Oh, aber gerade so, ne? Die Flanke rein. Toni Rüdiger ist da. Kimmich ist auch da. Sehr gut. Füllkrug, Havertz. Und wieder Füllkrug. Super, Pass auf Wirtz. Florian Wirtz. Mit dem Lupfer. Boah. Das war eine klasse Aktion, ne? Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Wenn der reingegangen wäre. 32 Minuten gespielt. Weiterhin 1-0. Wir machen bisher ein gutes Spiel. Aber sind hinten auch immer mal wieder offen. Jetzt auch wieder. Henrichs tritt daneben. Und jetzt die Flanke rein. Neuer aufpassen. Holt den Ball aus der Luft. Havertz auf Füllkrug. Füllkrug mit dem Schuss. Oh, Lattentreffer. Fast das zweite Tor hier. Oh, oh, oh. Sorloth gegen Neuer. Neuer bleibt Sieger. Starke Parade, ne? Dafür haben wir Manuel Neuer am Tor. Für solche Momente, ne? Havertz im Dribbling. Super. Klasse gemacht gegen Mehling. Geht in den Strafraum. Kai Havertz. Flanke rein. Und da ist wieder Füllkrug. Mit seinem zweiten Treffer. 2-0. Das war klasse gespielt wieder hier von Kai Havertz, der da auf der rechten offensiven Mittelposition eine richtig starke Figur macht. Zwei zu null, beide Tore durch Niklas Füllkrug. Und jetzt Norwegen, aber Neuer. Drei Minuten gibt's oben drauf. Sauber, wir gehen mit dem 2-0 in die Pause. Und diesmal können wir auf jeden Fall zufriedener und ein bisschen ruhiger in die Pause gehen. Ja, das war eine
richtig gute Vorstellung von uns in den ersten 45 Minuten. Aber ich muss auch sagen, ich würde Florian Wirtz jetzt rausnehmen, weil ich will keine gelb-rote Karte kassieren. Das hatten wir schon gegen Italien, wo Sané vom Platz geflogen ist. Das will ich nicht riskieren. Und ich glaube, wir bringen Thomas Müller jetzt, ne? Thomas Müller wird kommen. Der ist beidfüßig. Den würde ich allerdings auch in die Mitte stellen, ne? So würde ich das machen. Ansonsten bleibt erstmal alles so. Füllkrug wird natürlich gelobt, ganz klar. Havertz auch. Beide ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht bisher. So. Das gefällt mir sehr, sehr gut, was wir hier bisher gezeigt haben. Ich bin sehr zufrieden, so haben wir uns das auch vorgestellt. Gehen wir in die zweite Halbzeit mit Thomas Müller vorne neben Musiala und Havertz im offensiven Mittelfeld. Florian Wirtz ein bisschen unglücklich. Oh, jetzt Havertz setzt sich da mal durch. Ja, da ist wieder Füllkrug mit dem Kopfballtreffer, Alter. Aber leider gegen den Pfosten. David Raum, starkes Dribbling. David Raum, Flanke rein. Da ist wieder Füllkrug. Füllkrug, oh, Junge. Habt ihr das Dribbling gerade gesehen von David Raum auf der linken Seite? Der ist richtig stark auf links, ne? Ja, jetzt mal Norwegen mit der Flanke rein, aber Neuer ist da. Sehr, sehr gut. Abgefangen. Und Füllkrug hätte hier fast sein Hattrick erzielt. Thomas Müller, erste Mal am Ball. Foulspiel von Musiala. 55 Minuten gespielt. Die Norweger versuchen ein bisschen mehr für das Spiel zu machen. David Raum im Zweikampf. Sehr gut. Bleibt Sieger. Na, jetzt ist der Ball aber weg. Ryerson hat jetzt Platz zu flanken. Neuer ist da. Hält seinen Kasten bisher sauber auf jeden Fall. Und jetzt der Konter. Havertz und Fülle. Ah, schade. Stunde gespielt. Norwegen nochmal mit Sørloth. Thomas Müller hilft erstmal hinten im defensiven Mittelfeld aus. Havertz sucht Füllkrug. So, Füllkrug hat ein super Spiel gemacht. Wir bringen Yundaf nochmal vorne im Sturmzentrum und was machen wir noch? Mittelstädt kommt mal für David Raum, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch wieder hier im Spiel gegen Norwegen. Und Emre Can würde ich gerne nochmal bringen für Goretzka. So, dann hoffe ich, dass wir das hier ruhig und ordentlich beenden hier. Mittelstädt, erste Mal am Ball. Gegen Ryerson bleibt er kleben. Ja, jetzt Vorsicht. Aber gute Abwehrarbeit da hinten von Henrichs auch. Eriksen. Ja, gut von Thomas Müller. Aber Norwegen bleibt im Ballbesitz. Sørloth und Manuel Neuer. Immer wieder Manuel Neuer. Norwegen kommt jetzt nochmal ein bisschen besser ins Spiel. Wir machen jetzt nicht mehr ganz so viel fürs Spiel. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Oh, Can souverän, ne? Mittelstädt. Oh, Fehlpass. Aber holt ihn sich wieder. Sehr gut. Und Jamal Musiala. Jetzt mal im Dribbling, aber bleibt auch gegen Ryerson. Der Verlierer. Musiala, was für ein Sahnepass auf Yundaf. Aber Abseitsposition, schade. So, die Norweger wechseln nochmal aus.
77 Minuten gespielt, jetzt nochmal die Möglichkeit, aber Schlotterbeck schmeißt sich dazwischen. Immer wieder dieser Sörlot oder Sörlot, wie man ihn auch ausspricht. Havertz. Ich weiß nicht, wie viele Torschüsse der Typ schon abgegeben hat. Musiala. Boah. Gegen drei setzt er sich hier mit seiner Schnelligkeit durch. Musiala und da ist Yundaf. Oh. Ja, was wird jetzt gepfiffen? Nee, ich glaube, das war nicht das Foul, nee. Es wird Freistoß gepfiffen wegen Handspiel, glaube ich. 84. Minute. Mittelstädt. Oh. Aber gegen uns. Nee, doch nicht. Wir kriegen nochmal einen Freistoß. Kurz vor der Strafraumgrenze. Wieder Thomas Müller in die Mauer. Gibt nochmal Eckball. Die 86. Minute läuft. Eckball Kimmich in die Arme von Christiansen. Aber jetzt ist es nicht mehr weit, Freunde. Das Spielende. Wir führen mit 2:0. Und kriegen noch einen Freistoß. Vor allen Dingen Thomas Müller, der die besten Freistöße schießen kann, ne? Ja, der war nicht schlecht, aber Christiansen boxt den einfach weg. Rüdiger spielt mit, sehr gut. Und Henrichs nochmal. So, vielleicht die letzte Chance. Yundaf. Ja, traut sich nochmal zu schießen, aber Christiansen gut gehalten. Und es bleibt beim 2:0 hier im Achtelfinale gegen Norwegen. Natürlich ein ganz anderes Spiel als gegen Italien, ne? Hat man schon gesehen, dass wir hier mit 11 Mann auf dem Platz standen und nicht nur mit 10 Mann. Ne? Ich glaube, wenn wir mit 11 Mann gegen Italien weitergespielt hätten, wäre das Spiel auch anders ausgegangen. Aber gut, wir müssen jetzt nach vorn schauen. Wir gewinnen dieses Achtelfinale gegen Norwegen mit 2:0 durch die Tore von Füllkrug, der bisher ein sehr gutes Turnier spielt. Ja? Und ja, also Schüsse aufs Tor 2, davon haben wir auch 2 gemacht. 7 allgemeine Schüsse, 7:6. Ballbesitz hatten wir mehr. Erfolgreiche Pässe, 83% zu 65%. Ja, das war stark. Das war wirklich stark. So, dann gucken wir natürlich auch nochmal auf die anderen Spiele. Ne? Und Manuel Neuer hat sich die 1 verdient. Ne? Bester Spieler, Havertz, 2 Vorlagen gegeben. Auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und ja, Füllkrug brauchen wir nicht weiter drüber reden. Ne? 2 Dinger. Auf jeden Fall bisher richtig stark, ne? Muss man sagen. Hat doch eine gute Nationalelf-Bilanz, ne? 13 Spiele, 10 Tore. Das ist ein Sahnehäufchen, würde ich sagen. So, die anderen Spiele. Aserbaidschan scheidet aus gegen Montenegro. Mit 1:2 verlieren sie das Spiel durch die Tore von Skenderovic und Jovetic. Belgien gewinnt gegen Polen. 4:2. England schlägt Spanien. Das ist ja auch ein Ding, ne? Rice und Wilson. Spanien also raus. Türkei gewinnt 4:2 gegen Österreich. Mit einem starken Çalhanoğlu, der auch einen Treffer erzielt hat. So. Portugal gewinnt gegen Italien mit 0:1 durch das Tor von Leao, der glaube ich auch im letzten Gruppenspiel auch schon getroffen hat, ne? Schweiz gewinnt souverän 4:1 gegen Dänemark. Auch, ja, bisschen überraschend. Und Frankreich gewinnt 2:1 gegen die Slowakei durch die Tore von Muani und Coman. So, Viertelfinale ist drin. Ich bin sehr gespannt, gegen wen wir jetzt ran müssen. Bei den Pässen von Havertz möchte man Ball sein. Ja, Havertz hat wirklich eine sehr starke Partie gemacht, muss ich sagen. Also rausgestochen im offensiven Mittelfeld wie kein anderer hier. Ne? Musiala war auch ganz gut, aber Havertz war heute wirklich herausragend. Ne? So, gucken wir uns die Auslosung an. Und wir müssen gegen Montenegro im Viertelfinale. Da hat es uns aber wirklich gut getroffen. Ne? Na gut, wir hatten hier schon Glück, dass Aserbaidschan gegen Montenegro im Achtelfinale gespielt hat.
und dass der Sieger gegen uns spielen muss. Ne? Also Montenegro nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne an. Von der Mannschaftsstärke sind wir da auf jeden Fall überlegen. Und ja, ich denke, wir haben einen großen Schritt Richtung Halbfinale, Finale schon gemacht. Haben Norwegen mit 2-0 geschlagen und dann sollten wir auch vernünftig hier das Viertelfinale bestreiten können gegen Montenegro. Ne? England muss gegen die Schweiz, Portugal gegen Belgien, sehr interessantes Spiel, und die Türkei muss gegen Frankreich. Da bin ich auch mal gespannt. Also sehr gute Partien, ja, auf dem Weg ins Halbfinale. Ja, weiter geht's. Ne? Und Südamerika-Pokal steht auch an hier. Brasilien gegen Uruguay, USA gegen Costa Rica. Das ist Peru, genau. Peru gegen Argentinien, Mexiko gegen Kolumbien. Ne? Alles klar, da bin ich auch mal gespannt, wer da den Pokal holen wird. So, auf jeden Fall sauberes Los für uns, ne, denke ich. Ja, wir werden an der Mannschaft nicht viel ändern, kann ich schon mal sagen. Außer, dass wir vielleicht mal Gündogan wieder in die Mannschaft reinpacken. Oder auch ein Sané, der jetzt auch wieder fresh, beziehungsweise wieder spielberechtigt ist. Ansonsten, hinten würde ich, glaube ich, gar nichts ändern. Obwohl Rüdiger nicht mehr ganz so frisch ist. Vielleicht nehmen wir ihn dann doch mal raus und lassen mal Tah mit Schlotterbeck da hinten spielen. Da gucken wir mal. Ansonsten, ja, lasse ich mir das nochmal durch den Kopf gehen, ob wir hier gegen Montenegro was ändern. Ne? Aber ja, die Mannschaft ist, denke ich mal, jetzt eingespielt. Wir sollten da nicht zu krass rotieren, auf jeden Fall. Ne? Gut, Freunde, es bleibt also weiterhin spannend. Ne? Das war ein super Spiel gegen Norwegen. Und jetzt wollen wir natürlich auch gegen Montenegro im Viertelfinale gewinnen. Ganz klar. Ne? Wir wollen ins Halbfinale. Dafür müssen wir Montenegro schlagen. Und das Ganze sehen wir in der kommenden Episode. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Danke fürs Einschalten hier und fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ne? Ich finde es auf jeden Fall eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Es macht echt Bock. Hätte auch nicht gedacht, dass wir jetzt wirklich so weit kommen. Also was heißt so weit, aber ne? Ihr wisst, was ich meine. Und es ist noch alles drin für uns. Wir haben gegen Norwegen sehr gut gespielt. Spielverlauf war top, was wir da gezeigt haben. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Ne? Also, sage ich bis zum nächsten Mal, wie immer. Und schaltet gerne wieder ein. Ne? Macht's gut. Bis dahin.